sehr, sehr oft tagesformabhängig. Iserloh hat wieder seine komplette Starting Lineup auf dem Parkett zu Beginn dieses zweiten Viertels. Ganz anders die Göttinger, da ist nur Javon Best von den ersten fünf jetzt mit dabei. McWay, Washington, Griffin. Auch das wieder ein schwerer Abschluss. Göttingen kommt in Überzahl mit Smith. Guter Block. Ja, ich weiß nicht, ob diese Aktionen nötig sind. Der Ball läuft eigentlich gut. Man muss einen Mittelweg finden. Der Wurf war zu früh und manchmal passen sie für meinen Geschmack sogar ein bisschen zu häufig, also sogenanntes Overpassing. McWay. Sekunden. Washington verteidigt bis dahin gut. Und Crandall mit einem taffen Wurf. Der hat so einige Pfeile in seinem Köcher. War wertvollster Spieler in England. Das ist schon eine gewisse Qualität. Hier ist er aber natürlich körperlich komplett unterlegen gegen Brian Griffin. Offensiv-Foul Crandall. Also Washington mit einem starken defensiven Play. Er ist der Topscorer der Mannschaft. Defensiv, da kann er schon hier und da mal eine Schippe draufpacken. Und in diesem Moment hat er es gerade getan. Crandall mit seinem zweiten persönlichen Foul. Ich glaube, die Entscheidung ist korrekt von den Schiedsrichtern, auch wenn Ray Hammonds das nicht so ganz wahrhaben will. Und das ist so ein bisschen geschlafen von Mark Smith. Also die Heidelberger kommen hier mit besserem Fokus in das zweite Viertel. Smith verlegt. Washington zurück auf McWay und da tobt er das erste Mal. Der ist ein Pedom. Jack McWay, das wird einer sein, den die Fans hier lieben werden. Gar keine Frage. 6:0 auf der Gastgeber. Crandall mit den Punkten. Randall mit 7 Punkten und 5 Rebounds als Guard in bislang 7,5 Minuten. Sehr ordentlich. Und McWay übernimmt. Und das ist Randall mit seinem dritten persönlichen Foul. Wie bitter. Da sitzt der Mann, der jetzt ins Spiel kommt, Horace Frey, schon auf der Auswechselbank. Und er begegnet Randall sein Foul. McWay. Und hier, und das ist ein Foul von Crandall. Er macht ganz klar den Schritt nach vorne und berührt McWay. Verfehlt den Dreier.
McWay mit 8 Zählern. Der Topscorer bei den Heidelbergern. Washington mit dem Stepback. Kestelot ist da, aber es ist Offensivfoul gegen den Belgier. Beide Mannschaften nach wie vor eiskalt von der 3-Punkte-Linie, 1 von 14 kombiniert. Camp. Wape gegen Kestelot. Kestelot verteidigt gut und ein ganz schlechter Pass von Till Wape. Lassisi. Und Camp, glaube ich, mit dem Foul. Ja, beide Hände im Rücken von Kestelot. Zweites Foul hart bei Camp. Chance für die Heidelberger, in Führung zu gehen. Washington mit jetzt 8 Sekunden auf der Schussuhr. Starke Bewegung. Das ist die Führung. Die ersten Punkte für den Liga-Topscorer in dieser Begegnung. Giotti ist auch schon mit 2 Fouls belastet, ist zurück und trifft den Dreier. Ja, und Washington ist so einer, wenn er es spürt, dann spürt er es. Und ich glaube, jetzt spürt er es und jetzt will er nachlegen. Ein guter Pass und Ruhlmors hat schon die Auszeit beantragt. Ugray für 3. Nochmal Washington. Göttingen schon mit 5 Ballverlusten. Schauen noch mal auf Eric Washington und Ruhlmors hat sich anders entschieden, hat die Auszeit, die er beantragt hat, schon wieder zurückgenommen. Und das war das nette Tänzchen da mit Harald Frey, The Norwegian Shuffle. Coleman. Zwei Freiwürfe für Max Ugray. Und jetzt kommt sie aber dann doch. Die Auszeit von Ruhlmors. 26 zu 26. 4 Minuten 9 Sekunden noch in dieser ersten Halbzeit. In einem Spiel, das ja so ein bisschen von den Aktionen lebt, aber auch von den Fehlern. Wir hören mal rein beim belgischen Head Coach, Stefan. We stop playing offense. We don't move the ball anymore. We want to pitch it individually. We were playing great basketball. I was done. You needed the post. We go off reverse. Hard. Yeah. Sure,
right? Bill is here. Bill is low. Okay, but we need to get back from control defensively. Busting out, taking away strength. Let's go. Dass er mit der Vorstellung seines Spielpersonals nicht glücklich ist, das konnte man der Lautstärke entnehmen, die er da am Anfang gezeigt hat. Da sehen wir die Statistiken von Jack McWay. Sehr gut bislang in seinem zweiten Spiel für die Heidelberger. Und er hat dann wohl Morse noch mal so ein bisschen an die grundlegenden Dinge appelliert. Zurückkommen. Rebounden, Stärken des Kontrahenten wegnehmen. Mats Ugrai zuletzt mit 13 Punkten in Ludwigsburg. Macht hier beide. Giottis bleibt mit den drei persönlichen Fouls auf dem Feld. Aber da wollen sie hin. Sie sehen für ihn Vorteile im Post gegen McWay. Dieses Post-Up von Till Pape suchen sie relativ häufig. Coleman, der postet als Außenspieler auch gerne auf und Giottis hat schon drei Fouls. Luki Herzog. Und McWay steht goldrichtig und ist jetzt der erste Spieler in dieser Partie, der zweistellig gescored hat. Das Ganze ohne Fehlwurf aus dem Feld. 4 von 4. Herzog mit dem Foul gegen Harald Frech. Die Zähler 9 und 10 für den australischen Neuzugang. Und das meine ich mit Overpassen. Harper Camp ist am Korb, kann den ablegen. Das Ergebnis gibt ihnen jetzt recht. Dennoch ist das alles so ein bisschen auf des Messers Schneide, was sie da machen. Schrittfehler von McWay. Ja. Mark Smith, der nicht die Dominanz im Moment an den Tag legt, die wir häufig vor seiner Verletzung erlebt haben. Auch das eine schlechte Lösung, die er hier findet. Coleman, fast schon mit Foul von Best. Hätte man auch durchaus den Bonus Freiburg geben können. Wollen wir mit dem Ball gewinnen und dann geht es den ganzen Weg und mit dem Spin-Move an The One Best vorbei. Drei Siege in Folge gab es vor der Pause für die Göttinger. Wie gesagt, sie spielen jetzt das erste Mal wieder. Dazwischen das Top 4, die Länderspiele und es gibt ja im Moment keine Heimhalle. Nächster Ballverlust. Zwischenzeitlich haben sie ein Testspiel bestritten am 4. Februar, am 4. März, Entschuldigung, in Jena. Dabei allerdings gegen Bayreuth das Schlusslicht mit 16 Punkten verloren, aber auch nicht mit voller Kapelle gespielt, ohne Frey, ohne Besseling, ohne Mönninghoff.
3. Bennett Hund. Offensiv-Rebound Kestelot. Auch beim Rebound haben sich die Heidelberger hier gesteigert. Und Kestelot schafft das in One. Und Mark Smith, der noch ohne Punkte dasteht, der Mann, der 17,4 Zähler pro Partie auflegt mit dem Foul. Und Rule Morse nimmt eine Minute vor der Halbzeit seine zweite Auszeit. Kann überhaupt nicht zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft in der Endphase dieser ersten Halbzeit hier so aufs Parkett liefert. Not here, not there. Just look, cannot do shit in the boat, except for going to his right. Except for going to his right. Es gibt noch den Bonus-Freiwurf für Kestelot. In Ludwigsburg eine der Aktivposten, 10 Punkte, 7 Rebounds. Überhaupt in den letzten Spielen sehr, sehr gut gewesen. Die letzten 10 Spiele, 13 Punkte, 7,2 Rebounds. Defensiv ist er ohnehin ein starker und guter. Nur der Dreier will bei ihm nicht fallen. 23-12 bislang dieses zweite Viertel für die MLP Academics. Das Ball ist wieder weg. Und Moos legt sich da heftig auf und bekommt auch die Erwarnung von Johannes Hatkin-Fucci. Das könnte das nächste Mal ein technisches Foul werden. Jetzt gibt es die Auszeit bei den Heidelbergern. 8 Ballverluste. Bess will er den Ball vorbringen, anstatt das dem Mann zu überlassen, dessen Kernkompetenz das ist, in dieser Situation Harald Frech. Komm auf! If they switch, look inside. Okay? If they switch, look inside. If not, stop here, ball screen. But we're gonna circle it. We're gonna circle it. So you're the cutter there. You're the cutter. Jack is in the corner there. Okay? So 3-yard circle. First option, second side, then third side. Okay, let's go. Go, go! 1-3, 1-3, 3. Da geht's also um in das nächste Play. Und da haben wir Akin Vargas neben Shai Eli und neben Nicky Würzner in der Mitte der beiden, die auch nicht spielen. Akin Vargas hat in Göttingen gespielt, zweimal in seiner Karriere. Das erste Mal 2012, 2013, das liegt lange zurück. Und dann 2020 bis 2022. Hat dann in Göttingen um Auflösung seines bestehenden Vertrages gebeten, um hier in Heidelberg, in seiner Heimatstadt, auflaufen zu können. McWay. Sie sind jetzt so viel galliger beim Rebound, die Heidelberger. Coleman war das. Ape blockt ihn einfach nicht aus. Und jetzt hat Hemmels die Murmel. Heidelberg 0 von 11 von der 3-Punkte-Linie. Das wird die schlechteste Quote der Liga nicht besser machen. Dazu muss man kein Mathematikprofessor sein, um das hier zu verlautbaren. Freiwürfe für Frey. Er sucht auch ein bisschen den Kontakt mit Bennett Hund im Duell der Linkshänder, aber letztendlich geht der Pfiff in Ordnung.
85,6% von der Linie. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Wert. Und die passen auch beide. Smith noch mal raus. Giottis, gewisses Risiko, klar, der hat heute in der Startformation gestanden, aber es ist keiner, der übermäßig Minuten spielt. Aber jetzt mit drei Fouls nochmal für eine defensive Sequenz zu bringen. Schauen wir mal, ob es gut geht. Offensiv von Ugray, der da an der Mittellinie den Block gegen Harald Frey stellt. Schiedsrichter besprechen sich nochmal. Johannes Hack mit Armin Mutapčić und Christian Theiss. Und das Ganze wird anscheinend nochmal überprüft. Also das ist für mich kein unsportliches Foul. Also faktisch steht eigentlich Ugray nur und ich finde nicht, dass er irgendwie eine große Bewegung macht. Also hier würde ich jetzt sagen, ist es überhaupt ein Foul. Aber das dürfen die Schiedsrichter nicht ändern. Das ist nicht im Regelwerk vorgesehen. Die können nur ein Upgrade machen zu einem unsportlichen oder im Falle, wenn ein unsportliches Foul gepfiffen ist, das runterstufen auf ein normales Foul. Also hier ist es einfach super schwer zu erkennen, weil Max Ugray nur am Rande des Bildes ist. Wir sehen einfach nicht, ob er eine aktive Bewegung macht. Hier können wir es ein bisschen besser erkennen. So. Ja, er macht einen kleinen Schritt rein, aber das reicht auch nicht für einen Unsport. Beim besten Willen nicht. Aber die Schiedsrichter schauen sich es relativ lange an. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob sie meine Meinung dieser Szene teilen. Unsportlich, wow. Ich würde Ihnen gerne weiterhelfen, kann es aber nicht. Also diese ganz leichte Bewegung, die Ugray da macht, nein, für mich nicht. Und jetzt gibt es zwei Freiwürfe für Harald Frey und den Ballbesitz für die Göttinger. Und das tut natürlich richtig weh, weil es nämlich normalerweise Ballbesitz Heidelberg war. Es war ja ein Offensivfoul. Wow. Er soll leicht die Schulter beim Block in die Situation reingebracht haben. Jetzt haken wir das mal ab und machen hier mit dem Spiel weiter. Mit Best gegen Coleman. Ja, da geht es doch noch einigermaßen glimpflich aus für die WG Göttingen in dieser ersten Halbzeit. Plus zwei, Heidelberg hat eine Differenz zwischen der Wurf- und Spieluhr von ungefähr 3 Sekunden, da kannst du den Wurf nehmen und noch eine gute Offensiv-Rebound-Chance dir ergattern. Frey. Noch zwei. Von ganz weit. Der passt nicht mehr. Es ist eine knappe Angelegenheit. Die WG Göttingen geht mit 2 Punkten Vorsprung in die Kabine und Sie hören es an der Lautstärke im Hintergrund. Die Fans sind hier nicht gerade glücklich mit den Schiedsrichtern. Und da geht es nicht um viele Situationen. Da geht es einfach um diesen letzten Pfiff da bei diesem Offensivfoul von Max Ugray an der Mittellinie gegen Harald Frey. Viel Spaß bei der Easy Credit Basketball Bundesliga. Präsentiert von Easy Credit.
Unser Halbzeitprogramm, das möchte ich Ihnen noch an die Hand geben. Wir werden zum einen ein aufgezeichnetes Interview mit Hilke van der Zweep Ihnen zeigen können. Der Assistenztrainer der Heidelberger war 3 Jahre auch in Göttingen tätig. Und dann haben wir Highlights von gestern aus der Euroleague. Der Tabellenführer, das Maß aller Dinge im Moment, Olympiakos Piräus gegen die Bayern. Bis gleich.